den wachsenden Autoverkehr und die Ausdehnung und Benutzung der Stadtfläche für Kraftfahrzeuge sehen einige Bürgerinnen, Umwelt- und Verkehrsverbände mit Sorge. Städte für Menschen, nicht für Autos. Unter diesem Motto hatten am vergangenen Freitag verschiedene Organisationen und Verbände wie Greenpeace, der Verkehrsclub Deutschland, Fridays for Future und weitere im Braunschweiger Magniviertel zum Parking Day geladen. Der Parking Day soll ein Symbol für die Mobilitätswende sein und einen Anreiz zu einer nachhaltigen und sinnvollen Nutzung von Park- und Stellflächen darstellen. Der Parking Day ist eine internationale Aktion, wo es darum geht, öffentlichen Raum wieder für die Menschen zugänglich zu machen und weniger für die Autos. Hauptinitiator der Veranstaltung war Greenpeace und die Umweltorganisation positioniert sich folgendermaßen. Mobilität ist für Greenpeace ein sehr wichtiges Thema und ist auch ein sehr wichtiges Thema, dass wir nicht immer nur über Elektroautos sprechen, sondern dass wir mal darüber sprechen, dass Innenstädte lebenswert sein müssen, dass Innenstädte für Menschen gedacht sind und nicht dafür, dass Autos dort 23 Stunden am Tag parken. Die Grünen-Politikerin und Ex-Bürgermeisterkandidatin Tatjana Schneider informierte sich über die Veranstaltung und spricht sich klar für eine Verkehrswende aus. Ich glaube, dass es in Braunschweig ein sehr viel stärkeres Thema werden sollte und sein müsste, dass tatsächlich sehr viel mehr öffentlicher Raum auch freigemacht wird, um auch der Bevölkerung mehr Platz zu geben, also auch den Fußläufigen und den Fahrradfahrenden mehr Platz zu geben, aber auch langfristig natürlich mehr Grün, also langfristig wirklich mehr Parkfläche auch entsiegeln und permanent entsiegeln und eben nicht nur für einen Tag und Teppich auslegen und Stühle hinstellen, sondern tatsächlich wirklich langfristig auch die Räume dem Grün und den Fußlaufenden und Fahrradfahrenden übergeben. Doch nicht alle Beteiligten sehen das Ziel der Veranstaltung durchweg positiv. Die Floristin Heike Becker-Möhring, die ihren Laden in der Altstadt hat, kritisiert die Idee, Straßen im Magniviertel autofrei zu gestalten. Das wäre eine Katastrophe aus meiner Sicht. Also es stehen hier sowieso nicht viele, viele Kunden, sondern Kunden kommen hier reingefahren, halten auf der Straße, weil sie in aller Regel sowieso keinen Parkplatz finden. Hier stehen Anwohner oder ich habe auch meinen Wagen hier, damit ich einfach meine Ware aus- und einladen kann. Es fällt viel Müll an, der muss weggebracht werden. Meine Händler kommen hier reingefahren. Ich wüsste nicht, wie das funktionieren soll. Und ich weiß auch nicht, wen das stört, dass hier Autos stehen. Es gibt einige Herrschaften, die das angestoßen haben, dass der Verkehr hier raus soll. Die haben aber alle Parkplätze unter ihren Häusern oder in den Höfen der Häuser. Die interessiert das gar nicht, ob sie hier Anwohner sind und einen Parkplatz suchen, zum Beispiel. Das Thema erhitzt die Gemüter und es wird wohl noch eine Weile dauern, bis das heutige Parken zum zukünftigen Park wird.